Alright, weiter geht's. Zur nächsten Unterhaltung. Oh nein, nicht schon wieder. Aber dem können wir jetzt komischerweise die Bilder nicht zeigen. Geht's da hinten? Geht's da irgendwie hinein? Und die Farbe kann ich leider auch nicht runterstoßen. Würde ich unglaublich gerne machen. Okay, da geht's bloß in eine andere Gasse. Jetzt auf ein anderes Dach hinüber. Aber hier geht's auch noch hoch. Sorry, ich bin eine Katze, ich muss das tun. Komm schon! Lass es mich runterfallen, bitte. Okay. Belüftungsstromversorgung. Da können wir nicht hoch. Dann nach drüben auch nicht. Aber wir können jetzt hier in die Belüftung hinein. Wieso auch immer wir das tun sollten. Ist das schlau? Oder ist es hier, wo Momo wohnt? Ne, Momo wohnt da drüben. Da kommen wir über diesen... über diese Klimaanlage hoch, auf den Balkon und dann zu ihm. Und hier drin ist, I don't know. Deshalb, let's go. Buch von Balthasar 2.4 nehmen. Es ist ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol drauf. Das hier scheint jemandem namens Balthasar zu gehören. Alle Spuren organischen Lebens sind verschwunden, bis auf das, was wir die Zugs nennen. Sie scheinen fast alles zu fressen, was sich bewegt, und vermehren sich mit einer unvorstellbaren Geschwindigkeit. Als ob es nicht schon schwer genug wäre, in dieser Stadt eingesperrt zu sein. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird später wahrscheinlich nützlich sein. Wir sollten zu diesem Momo gehen, von dem uns Wächter erzählt hat. Okay. Das zweite von vier wahrscheinlich eher so gemeint. Das ist noch eine Postkarte. Keine Stärkung zwischendurch. Immer gut. Hier ja noch was drin. Scheint aber nicht der Fall zu sein. Oh ja. Oh, okay. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, ich kann es einfach zerstören. Aber auch gut.
Sofa kann ich nicht ankratzen, schade. So müssen wir jetzt auch noch 4. Ach, da drüben jetzt nicht. Also 3. Notizbücher finden. Dann Spaltasar. Ich würde sagen, wir nehmen mal hier diesen Lift. Oder Seilzug. Keine Ahnung, wo wir hier hingehen. Sieht ja nicht so gut aus. Ich glaube, dem geht's nicht mehr gut. Sieht so aus, als wollte dieser arme Kerl auch zur oberen Ebene. Ja, ich erinnere mich. Die Stadtmitte ist dort oben, weit weg von all dem Müll und dem Sichtum des Slums. Selbst in düsteren Zeiten konnten die Menschen nicht anders, als sich in verschiedene Gesellschaftsklassen aufzuteilen. Damals waren viele Leute aus den Slums bereit, alles zu tun, um nach oben zu ziehen. Anscheinend haben Roboter auch dieses Verhalten übernommen. Ja. Leider immer noch wahr. Die Gesellschaft hat sich schon seit vielen Jahren, also die Menschheit, immer in verschiedene Klassen aufgeteilt. Ich glaube, das wird sich auch nicht mehr so schnell ändern. Ich glaube, die obere Gesellschaft wohnt wahrscheinlich dort oben. Aber das sieht nicht so aus, als ob dieser Lift noch funktionieren würde. Ah ne, da wohnen ja die Leute drin, ja gut. Kann man sowieso vergessen. Da haben wir immer noch nichts gefunden, das wir dem Händler geben können. Macht mich irgendwie fragwürdig. Ne, finde ich fragwürdig. Besser gesagt. Waren wir hier schon? Da gibt es nämlich noch ein Fenster. Teppiche können wir hier nicht zerstören. Die Artworks sind ziemlich nice. Aber sonst gibt's hier nichts. Oder noch ein Buch. Notenblatt. 8 von 6. 6 von 8, so. Das heißt also, wenn wir 8 Notenblätter finden, können wir wahrscheinlich irgendjemandem das Ganze geben. Dann hören wir ein schönes Lied. Notizbuch von Clementine, 4 von 4.
Es ist ein seltsames Notizbuch mit einem Symbol drauf. Das hier scheint jemandem namens Clementine zu gehören. Alles läuft nach Plan. Wir haben es geschafft, die obere Ebene zu kontaktieren, bevor der Sendeempfänger abgestürzt ist. Sie sind an einem Ort namens Stadtmitte und scheinbar gibt es dort irgendeine unterdrückerische Macht. Ich habe vorhin mit Momo gesprochen. Seine Augen. Ich kenne diesen Blick. Er wird nicht mit uns kommen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es wird später wahrscheinlich nützlich sein. Wir sollten zu dem Momo gehen, von dem der Wächter erzählt hat. Da hoch kommen wir nicht. Sonst sehe ich hier aber irgendwie nichts. Ich sollte diese Sicht mehr brauchen. Und ich mache einfach überall ein Chaos. Noch ein Notenblatt. Notizbuch von Clementine. Ja. Was ist das für ein Geräusch an der Tür? Wahrscheinlich nichts. Schade. Katapult. Katapult? So wahrscheinlich, weil ich eben eine bestimmte Anzahl von Sprüngen gemacht habe. Da unten sitzt auch jemand. Mit einem komischen Gesicht. Kurz mal ein bisschen orientieren. Die zwei haben wir. Da ist ein Flaschenzug. Ein Basketball. Ich weiß, dass es ein Achievement gibt, irgendwie einen Ball einzulochen. Also in Korb. Aber da gibt es nirgends einen Korb. Zumindest sehe ich keinen. Lass mich das Sofa zerkratzen. Einfach so gut. Oh, hey, du bist es. Was für ein komisches kleines Kerlchen. Aber irgendwas strahlst du aus. Ich fühle mich veranlasst, dich zu streichen, aber tu es nicht, weil ich nicht weiß, warum. Die Oberfläche? Oh, das ist ein sensibles Thema hier. Es gibt einige Dinge. Es gibt einige, deren Codes dieses Konzept verstehen können. Kann? Dann gibt es diejenigen, die von der Außenwelt wissen, aber zu resigniert sind, um es zu tun. Und dann sind da noch die Außenweltler. Du kannst dir vorstellen, wie die sich fühlen. Nun gibt es nur noch Momo. Okay, ich spiele kein Instrument, das ist okay. Die Außenweltler haben ein Logo. Das war eine Gruppe von Leuten, die einen Weg nach oben suchten. Momo war einer davon.
Eines Tages beschlossen sie, ihren Plan in die Tat umzusetzen und gingen in die Kanalisation. Leider haben sie seitdem keinen Mucks mehr von sich gegeben. Aus irgendeinem Grund blieb Momo zurück. Ich glaube, er wird diese Entscheidung für immer bereuen. Armer Kerl. Ja, das sagt er wahrscheinlich das Gleiche. Ja. No. Wir haben noch eine Postkarte, oder nicht? Du kannst mich schon streicheln, wenn du willst. Ich hätte da nichts dagegen. Wieder mal ein bisschen gestreichelt zu werden. Okay, hört sich falsch an. Wenn ich das so als Mensch sage. Okay, wait. Können wir hier was machen? Ja, genau. Das Energy Drink Speed 2K nehmen. Was bringt mir das? Ich weiß nicht warum, aber für die Roboter in den Slums scheint es eine Art Zahlungsmittel zu sein. Ah, gut zu wissen. Können wir denn noch mehr? Nee, leider nicht. Ups. Tut mir aber leid. Ist natürlich... natürlich ein Unfall, da kann ich leider nichts dafür. Breaking News. Passiert da noch was? Leider nicht. Nach drüben geht's nicht, aber hier wird's rübergehen in ein Haus. Was steht da? RIP Humans. Irgendwie hat das Spiel ja auch etwas sehr Düsteres an sich. Ich möchte. Okay, da waren wir schon da drüben. Dann geht's jetzt da ab ins Haus. Um zu schauen, was es hier gibt. Wenn es hier was gibt. Vielleicht finden wir noch ein paar Notizbücher. Was ist bitte hier passiert? Nun ja, sieht nicht so schön aus. Wie du deine künstliche Intelligenz entwickelst, um so kreativ wie ein echter Mensch zu sein, Band 42. Ich glaube, das hat wohl nicht so ganz geklappt. Oh, wie süß! Einfach ins Regal legen.
Thank you.